Hallöchen, willkommen zurück zu Turmoil. Wir sind ein bisschen, ja, anteilseignungsreicher, wie auch immer man das sagt. Rechts wird das Geld nicht unter 1,02 sinken. Das ist stark. Können wir eigentlich gleich... verkaufen gehen, ne? Ich würde schon sagen, ja. Okay. Kann ich da... Na, ungünstig jetzt, ne? Bohren wir da halt außen rum. Ich brauche mal ganz kurz Geld für ein Silo. Oder zwei Silen. Ja, ja, Silos. Ich weiß. Er hat da drüben noch was gefunden. Ein paar mehr Pferde investieren. So, einmal auf Stocken. Und dann gleich. Oh. Neue Ölressourcen finden. Also hier gibt es noch mehr. Ich kann es momentan natürlich mir nicht leisten. Das sinkt wieder. Okay. Schick mir mal 4 darüber. Auch leer gegangen. Das sieht groß aus. Das werden wir jetzt einfach mal noch mehr anzapfen. Hier ist auch noch was. Da benutze ich jetzt mal das Ding hier. Verschwindet. Es ist nicht wenig. Ah ja, da unten haben wir schon gesehen. Es ist natürlich die Frage, was machst du jetzt hier? Machst du den hier? Alter, wie viele Pferde soll ich denn da noch direkt davor setzen, dass sie da was machen? Ah, diese Vollhongs, ne? Ich glaube, ich setze ein ganzes Ding hin. Da geht's. Setzen wieder einen Kollegen dran. Noch mehr Silo, bitte.
16. Ja, 1-0-2 ist völlig in Ordnung. Ich möchte mal kurz gucken. Ja, okay, da ist fast nichts mehr drin. Das wollte ich nur wissen. Und wie groß dieses Vorkommen ist, auch fast nichts mehr drin. Okay. Und der Wünschelruten-Heini ist auch... weg. Das geht nicht über 1-0-2, okay. Verkaufen wir alles. Alles, was geht. Findet zuerst den Diamanten. Es gibt einen Diamanten hier? Egal. Da hätte ich nie gescannt. Nie und nimmer hätte ich dahin gescannt. Bietet euch so ein bisschen. Okay, sie hat nur... das ist sehr praktisch. Oh, das ist stark. Für 2%. Und die müssen ja 2000 sparen, ne? Also im Prinzip kaufe ich die mit, wenn die bei 6000 sind. Da ist bloß nicht versehentlich draufklicken, ne? Ich nehme mal die Hand von der Maus. Manchmal klicke ich einfach. Das war günstig. Will ich hier noch was? Nee, das sind die Teile. Ja, wobei. Ob es das es wert war, ist die andere Frage, ne? Die Herdengröße haben wir jetzt eigentlich auch nicht ausgereizt. Okay. Abmarsch. Ist immer gut, wenn es länger dauert, bis was überläuft. Ach, da habe ich nach Mindestpreis geguckt im Pub, ne? Saloon, Entschuldigung. Könnte auch erstmal mit einer Bohrplattform anfangen. Machen wir nicht. Ja, jetzt bohre ich mal nicht so weit, ne? Und dann ist es auch nicht richtig. Ich glaube, ich muss echt schon ein bisschen verkaufen. Ich muss mir ein Silo anlegen. Und dann warten wir mal. Das sieht doch schon besser aus mit dem Preis. Okay, also Wünschelruten. Maulwurfen. Also einfach mal drei raushauen. Beide haben was gefunden. Das da sieht nach einer Grenze aus, ne? Ja, das ist definitiv eine. Geld. Gerade nicht getroffen. Hm? Wenig verkaufen, ne? Okay.
warten wir kurz. Ah, 80. Ja. Ja, das wirkt so, als wäre es weiter unten. Ich bohre einfach mal. Anstatt zu scannen, wäre Scan vielleicht auch gar nicht mal so viel teurer gewesen. Nee, das läuft, glaube ich, gerade einfach nur nach unten. Ah, nee, das sieht auch nur so aus, als wäre hier noch was, aber das ist, glaube ich, nur der eine Rand. Klackert da eigentlich so? Okay. Es gibt kein unangetastetes Öl mehr hier. Könnten wir mal gucken, wie groß das Vorkommen ist. Das ist schon auch ziemlich groß. Das... Na komm. Kann ich irgendwo noch ein Silo dazu klatschen? Nein, ne? Preise sind absoluter Schrott. Den Hahn hier zumindest mal kurz zudrehen. Wobei, machen wir erst, wenn die Wagen alle voll sind. Geldmäßig verkaufen wir ein bisschen. Okay, verkaufen wir mal alle. Machen wir den Hahn wieder auf. 1,22. Ja. Soll man hoffen, dass es wieder besser wird? Bis zum Ende ist es... Ich glaube, ich habe gerade... Geld verschwendet. Ja, wobei... Okay. Aha! Auch knapp daneben, ne? Immer fast kein Profit gemacht, die anderen. Finde ich gut. Möchtest du wissen, wo sich Gasvorkommen befinden? Ich trainiere meine Maulwürfe, um es zu riechen. What the hell? Neue Maschinen, um Gas zu deinem Vorteil zu nutzen. Okay, wir ziehen wieder um. Dieses Mal geht es in die Ebenen, die profitables, aber schwieriges Naturgas haben. Lass uns mit dem Bieten beginnen. Natürlich gehe ich zu den Büffeln. Kannst du den Boden auf Gasblasen stoßen? Wenn du einer Firma Gas verkaufst, schießt ihr Ölpreis für kurze Zeit in die Höhe. Das ist auch cool, aber Gas bringt dir gar nichts, wenn du es auf der Bohrplattform entweichen lässt, also schließe die richtigen Ventile, um es zu leiten. Bevor du einer Firma Gas verkaufen kannst, besuche erst Fred und kaufe das Anschlussupdate für Left Inc. oder Right Inc. Welche Technologien soll ich dir bieten? Wow, 30.000 jeweils. Ich nehme die Left-Verbindung. Okay. Also, Aktienauktion. 5%. Das gefällt mir sehr gut.
wenn die anderen nur 8000 Öcken haben. Heißt also, bei 7000 schlagen wir zu. Dankeschön! 11%. Das ist halt wieder Left Ink, da können wir jetzt mit Gas was machen, ne? Right Ink 84, das nehme ich jetzt mal. Und dann haben wir hier ja noch Gas. Mal, wir versuchen nahe jeder Zelle, die sie aufdecken, nach Gas. Okay. Nehmen wir mit. Muss ich hier noch mehr machen? Nein. Abmarsch. Dann gucken wir, wie das mit dem Gas funktioniert. Benutze eine Pipeline, um Gas zu Left Ink zu transportieren, dann hebt Kyle den Ölpreis an, um dich dafür zu entschädigen. Oh, da musst du dann hier direkt anschließen, oder was? Krass. Okay, wenn ein Maulwurf Gas riecht, wird es aufdecken. Außer Öl haben diese Länder auch Gas bekommen. Falls du nach ihnen bohrst, wird das Gas unter hohem Druck entweichen und auch das ganze Öl mit sich bringen. Handle also vorsichtig. Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht hätte ich mir die Bürgermeister-Tipps angucken sollen. Hm? Hier ist schon mal Öl drin. Oh, der meinte bestimmt das hier. Hm? Natürlich hat es wieder nicht gereicht. Ach, man muss es einfach lieben, ne? Man muss es einfach lieben. Ich kann den nicht zudrehen, gerade den Hahn. So früh, so viele Pferde ist halt auch so eine Sache, ne? Ja, 96 ist aber ein guter Standardpreis. Ich baue jetzt einfach mal so hin. Wir hier vielleicht noch ein Silo dazwischen klatschen können, ja. Oh, das hier ist... Also das meint er nicht, aber das können wir auch mal anzapfen. Oh, das ist Gas. Achtung, Gas entweicht gerade aus der Anlage. Schließe sie, um sie zu unterbinden und leite das Gas stattdessen zu Left oder Right. Wie mache ich das? Einfach von hier aus? Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig, dass hier noch ein Rohr im Weg ist, ne? Sollte man aber, glaube ich... Oh, kann ich das dann auf- oder zudrehen? Ja, ich kann das jetzt gerade zudrehen. Ich warte jetzt mal, bis hier ordentlich Öl vorhanden ist in meinen Silos. Und dann, pass auf, drehen wir das mal auf. Verkaufen. Öl, 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 Öl.
Zu nicen Preisen. Zu den nicesten Nicer Dicer Preisen, ey. Naja. War jetzt etwas unspektakulärer als erwartet. Ach ja, das Ding kann ich wieder aufmachen, jetzt wo das Öl, das Gas weg ist. Jetzt habe ich über die Pferde rumstehen, ne? Zum Glück verursache ich keine laufenden Kosten. Okay, irgendwo hier ist noch was. Ich warte jetzt mal, bis die Maulwürfe was haben. Also hier unten ist auch noch mehr und hier ist noch mehr Gas. Aber richtig viel Gas, oder? Einfach mehrfach Gas. Silo passt nicht mehr hin, schade. Ah, scheiße, ich kann es nicht schließen. Moment, warte, ich hole mir lieber ein Darlehen, als dass ich da nichts ändern kann. Warum kann ich hier den nicht? Hier keinen Bohrer bauen. Weißt du was? Machen wir das halt eben so. Und dann kriegt er auch den Steinbohrer, ja? War das so? War das so? Aha. Ich habe Steine aufgedeckt. Herzlichen Dank auch. Oh, hier unten ist noch Öl. Sind wir im August. Wir lagern momentan alles ein. Boah, hier drüben für 1,15 kann man schon mal verkaufen gehen. Ich sollte das hier zumachen, ne? Es ist Oktober. Warte mal, ich hol mal nochmal so einen Wünschluck mit dem Heini. Wenn er nicht pfeift, ist alles okay. Er hat nochmal gepfiffen. Ich fass es nicht. Aber sowas von ist hier noch Zeug drin. Geht noch mehr? Rentiert sich das? Oh Mann. Kriegen wir das weggesaugt? Gerade so nicht. Ah, dass wir da noch was finden, ne? Alter Lachs. Okay, erstmal die Landauktion.
Wow, da habe ich aber ordentlich rambazambert. Was gibt's hier Schönes? Death Ding wird nicht unter 96 fallen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich kaufe das jetzt. Wenn das dann so bleibt und ich dann Gas zuschieße, dann müsste das doch eigentlich auch richtig krass sein. So, wie viel Prozent? Für 2. Das ist nicht unbedingt so, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt haben für richtig viel Kohle. Das ist ja schon bei 11. Ich glaube, ich warte jetzt. Und wenn bei 7000 glatt noch keiner gekauft hat, nehme ich das. Aber ansonsten... Hat sie gerade... Ah, sie hat's gekauft, genau wie ich geklickt habe. Und ich habe statt kaufen dann auf OK gedrückt oder so. Na gut. Ist echt nicht mehr so viel, wo ich sag, nehme ich, brauche ich die Ride-Verbindung. Ja, komm. Muss jetzt auch Kohle machen, ne? Man kann auch sagen, komm. Mir Darlehen, dann fangen wir direkt mit ein bisschen mehr Zeug an. Aber 1,20 ist auch nicht schlecht, ne? Hat er denn noch mehr Öl gefunden? Vielleicht so weit unten, dass wir es gar nicht sehen können. Ah, hier ist Gas. Okay. Er winkt immer noch, ne? Er winkt und winkt und winkt. Also, das Ding... Mal gucken, wo wir es dann hinleiten gleich. Alter! Was ist mit ihm? Kohle. Okay. Also hier gibt es extrem viel Gasvorkommen. Das wäre eigentlich alles nach rechts rüber sinnvoll.
Ohne Witz, ich krieg hier das Silo nicht hin. Ja, moin. Okay, wie stelle ich das mit den, Gaspockets an? Ich muss es ja nur irgendwie dahin leiten, ne? Lass mich mal überlegen. Also, ja, du bist auch so ein Heini, ne? Wo soll hier denn noch Öl sein? So weit unten. Jetzt muss ich eigentlich mit dem hier in die Pocket schießen, ne? Ist das eine große Gasbubble? Ich muss mal. Es sind schon mal drei kleine. Also wenn ich mit dem jetzt hier außen rum gehe und dann alles Gas anschließe, das könnte irgendwie funktionieren. Oh, mein Zeug ist halbwegs voll. Öl wird da auch durchgeschossen. Okay. Leute. Verkaufen. Da rentiert sich, glaube ich, auch, die Herde zu erhöhen. Ja, der Ölpreis über 2 Dollar. Über 2,50. Wo hat er denn hier noch irgendwas? Nein, ich werde verrückt. $3 Ölpreis. Wir haben das Öl nicht gefunden. Dafür, Mann. Hätte man das noch gewinnbringend verkaufen können, ne? Ich verkaufe das Zeug jetzt hier. Abmarsch! Ah, ich hab das... ich hab den Bohrturm nicht wieder angemacht. Ja, moin. Ärgerlich möchte ich das nennen, ne? Okay. Aber das wird teuer, ne, wenn die so viel Kohle haben. Ich glaube, ich kaufe die nicht für mehr als 8000. Sollen die ruhig ihr Geld ausgeben, wenn sie wollen? Ich glaube, für 8000 würde ich sie kaufen.
Tja. Dann eben nicht, ne? Weiter mit meinen 42.000 Moneys. Sparen, würde ich sagen. Ach, warte, ich kann mir die Tipps angucken, ne? Gas zu nutzen, um den Ölpreis zu steigern, ist am effektivsten. Wenn du mehrere Gasvorkommen gleichzeitig mit Left-Ink oder Right-Ink verbindest, wenn du nur ein Vorkommen zur Zeit verwendest, profitierst du auch nur kurz. Ja. Und am besten auch, wenn du richtig Öl hast. Alter, was ist das denn hier für ein... Eieiei. Versuche effizient zu bauen, lass keinen leeren Platz zwischen Silos, Plattformen und den Fabriken. Je weniger Platz du verschwendest, desto mehr bleibt für Öllagerung in Silos übrig. Ja, das ist auch so ein bisschen... Es gibt ein Super-Silo? Auch so ein bisschen meine Schwäche. Gas ist nicht nur nützlich, den Ölpreis zu steigern. Du kannst auch die Geschwindigkeit des Ölflusses dramatisch steigern. Verbinde ein Gasvorkommen mit einer Pipeline, die Öl enthält, und stelle sicher, dass du genügend Wagen hast, um ein Überlaufen zu vermeiden. Aber dann entweicht ja das ganze Gas, ne? Das restlose Fördern aller Gasvorkommen bringt dir einen 1000-Dollar-Bonus ein. Selbst wenn du nicht alle Gasvorkommen nutzt, kann es immer noch profitabel sein, sie zu leeren. Anthony ist ein Experte für den Standort von Parzellen mit dem meisten Öl. Bring ihm den Diamanten und er... Ja. Oh, 94 ist auch krass. Kaufen wir und dann... 30.000 in der Tasche, dann zum nächsten Gebiet, aber in der nächsten Folge. Leute, macht's gut, bis dann, ciao.